Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir mit einer weiteren Folge Clash Royale. Ja, ich habe die ganzen Tage jetzt überhaupt nicht gespielt und dachte mir, ich mache einfach mal mit euch die vielen Kisten erstmal auf, mal gucken, was wir da drin haben, und dann machen wir natürlich auch wieder ein paar Live-Kämpfe. Ihr seht selber, ich bin bei 2376, bin also nicht wirklich auf- oder abgestiegen und bekomme hier zwar die ganze Zeit jetzt dieses komische Zeichen, aber ich glaube, die Verbindung wird trotzdem halten und nicht abreißen. Das checken wir mal. Wenn sie mir denn abreißt in dieser Folge, dann schneide ich das Ganze zusammen. Aber eigentlich hat die jetzt die ganze Zeit gehalten. Ich weiß nicht, warum das Zeichen immer kommt. Das muss ich gleich mal checken. So, die letzte Kiste normal geöffnet. Oh, jetzt leckt es aber schon ein bisschen doller. Okay, dann würde ich sagen, ich trenne eben mal und dann machen wir weiter. Okay, ihr seht selber, ich habe eine legendäre Kiste ergattert bei meinen letzten Kämpfen und die machen wir jetzt auch auf. Mal gucken, was da denn drin ist. Jawohl, die Prinzessin, die habe ich noch nicht. Super legendäre Karte, krass. Ja, das finde ich richtig schick. Die kann ich natürlich irgendwann in meine Decks einbauen und bin so um eine legendäre Karte reicher. Wir können im Moment nichts anderes machen als um Karten betteln. Ich erbettel mir zurzeit den Magier und würde aber sagen, okay, das ist jetzt nur die neue Karte, die mir hier, glaube ich, angezeigt wird. An Updates habe ich mir den Klonzauber gegönnt, ein Level weiter, und ich glaube sonst aber nichts. Das ist im Moment mein Deck. Mal gewinne ich, mal verliere ich, mal gucken, was heute so geht. Und aus der Luft bin ich mit dem Deck nicht ganz so gut, am Boden bin ich mit dem Deck schon relativ dominant, aber mal gucken, das ist so ein Packer-Hockrider-Deck. Eigentlich ist das Deck zu gebrauchen, wenn man von beiden Seiten irgendwo angreift, und das gelingt mir allerdings nicht immer, muss ich sagen, denn auch der Gegner sieht und macht eigentlich hier, ja, das ist in Ordnung, da schicken wir die nochmal mit rein, der auf 1 macht er doch noch nicht so viel Schaden. Und hier rollen wir jetzt mal unser Kampfholz mit rein. Das Holz richtig gut gemacht, jawohl. Und der Knall ist sicherlich unnötig, weil der Packer jetzt auf den Eismagier geht und natürlich nicht auf den Turm. Die muss ich jetzt mal weggiften. Ah, ich kriege schon wieder dieses Zeichen, aber die Verbindung bricht mir nicht ab, also von daher ist es nicht ganz so schlimm. Und er hat vom Mindturm jetzt auch noch nicht so viel geholt. Mal sehen, wie viel der Elektromagier hier unten jetzt schafft. Ah, der schafft auch nicht so wirklich viel. Und er kontert hier jetzt schon relativ gut. Ich denke mal, das ist auch für meinen Turm gewesen. Mal gucken, ja, das ist es natürlich gewesen. Da kann ich jetzt nichts machen. Und ich sage ja, das Deck, mal geht's ganz gut, aber der Gegner hat hier ein gutes Blatt und da kann ich mich fast nicht gegen wehren, muss ich sagen. Aber mal gucken, vielleicht geht hier noch was. Noch ist das Spiel nicht um, 1:15, und hat hier allerdings schon ganz nette Karten mit diesem Tunnelheinz und dem Holzfäller. Allerdings kommt der Tunnelheinz und der Holzfäller jetzt auch nicht richtig zur Geltung. Und wir gucken mal, ob ich nicht hier jetzt mal meinen Hock reinschicken kann und den Gift plus dieses alte Holz hier, dass wir die zumindest hier alle wegkriegen. Und ja, er hat aber immer was dagegen zu setzen. Das ist echt nicht schlecht. Und jetzt müssen wir uns schon wieder hart wehren hier gegen diese ganze Meute. Den blitzen wir hier mal mit weg. Und ja, ist ein gutes Deck, was er spielt, keine Frage. Kann man gebrauchen. Ich versuche jetzt nur noch Schadensverbesserung irgendwo zu machen, weil er wird mich auf jeden Fall immer wieder abfangen da hinten. Und so werde ich meine Truppen hier nicht mehr durchkriegen in den 19 Sekunden des Pushes hier. Da er hier nochmal mit dem Tunnelgräber kommt und
Ja, da kriege ich nichts durch. Da kriege ich nichts durch. Jetzt kommt nochmal der Holzfäller. 5 Sekunden, da kann er meinen zweiten Turm auch noch haben. Ist nicht so schlimm. Ich habe das Deck zwar jetzt schon häufiger gespielt und es ist immer ein Auf und Ab, aber so wirklich, ja, ich will jetzt nicht sagen, gut ist es nicht, aber es ist auch nicht schlecht, denn wenn ich damit durchkomme mit der Masche, dann ist auch der Gegner hin, aber mit zu gut gespielten Decks beziehungsweise mit etwas mehr Übung kriege ich das sicherlich auch hin. Aber ihr seht selber, er kommt hier jetzt schon mit der Prinzessin. Die Prinzessin mache ich immer ganz, ganz billig, muss ich sagen. Einfach mal mit dem Holz weg. Und jetzt ist er da zwar schon hier relativ stark jetzt durch. Muss ich erst den Eismagier wegmachen und danach den Dicken. Das geht jetzt nicht anders, aber mein Hock kommt da auf der anderen Seite auch ganz gut durch. Und schafft jetzt auch den Turm. Er schafft meinen Turm hier nicht. Dann kann ich hier mit dem Elektromagier schon mal kontern. Und kontern heißt für mich einfach nur Turm halten und abwarten, Holz geschmissen. Jawohl, da sind sie alle weg. Das sieht doch ganz entspannt aus jetzt. Aber jetzt kommt die Prinzessin, macht da ein, zwei Schuss drauf. Ich hoffe mal nicht. Die hat ja relativ wenig Healpoints. Und meine Musketierin schafft vielleicht ein, zwei, drei Schüsse jetzt auf das, auf den linken Turm. Ja, packt sie auch. Super. Und ich würde sagen, jetzt ist Zeit für den Packer gleich. Weil da muss er in jedem Fall mit irgendwas kommen. Den haue ich jetzt schon rein hier. Und der hat ja so viele Hitpoints. Mal sehen, ob wir die hier hinten geblitzt kriegen. Die kriegen wir auf jeden Fall fast kaputt geblitzt. Und jetzt haben wir zwar keinen Hit mehr auf seinen Turm gekriegt, aber wir schmelzen erstmal die Prinzessin weg und den Packer verlangsamen wir. Beziehungsweise der kriegt jetzt noch 2-3 Hits von meinem Turm und dann ist er auch weg. Der sollte eigentlich keinen Hit auf meinen Turm bekommen. Und auch der Eismagier nicht. Das sieht noch gut aus. Und hier noch wieder mit dem Elektromagier gekontert. Er kriegt sicherlich jetzt noch meinen Turm hier. Irgendwie wird er den bekommen. Oh nein, er kriegt ihn nicht. Ach, einen Schuss noch. Okay, da braucht er natürlich nur noch einmal jetzt die Bogenschützenkönigin setzen. Und ja, okay, wenn der natürlich durchgeht, dann ist sowieso Holland in Not hier. Macht aber nichts. Wir sind etwas näher in jedem Fall an seinem zweiten Turm dran, als er an unserem ersten. Und von daher sehe ich das noch ganz zuversichtlich. Der Packer macht jetzt natürlich böse Aua. Aber mal sehen, ob wir das Ding hier nicht noch schaukeln. Mein Packer macht natürlich auch Aua. Er versucht jetzt sicherlich ein bisschen zu pushen. Ich habe keine Karte ausgewählt. Das ist nicht gut. Und setze aber hier jetzt nochmal einfach meinen Elektromagier. Mal schauen, was so noch geht. Und ich muss jetzt, glaube ich, nur noch den Turm hier hinten einmal so ein bisschen angiften. Und dann ist das in jedem Fall meiner. Das mal gucken, wie weit wir ihn da jetzt noch bekommen. Ah, okay. Das war's. Das war schon die Minute Nachspielzeit. Ja, so kann es auch gehen. Also ich kann auch mal Glück haben mit diesem Deck. Ich sogar eine nette Tour. Und ich jetzt auch noch ein paar Magier. Ich würde sagen, alle guten Dinge sind in diesen Folgen immer drei. Wir machen also noch ein Spielchen und ich baue dann sicherlich mal um, dass ich die Prinzessin mit reinbekomme. Denn, ja, mal sehen. Ich habe hier den Elektromagier reingebaut, da war eigentlich was anderes drin. Aber so schlecht ist der jetzt auch nicht. Und mit 4 Elixier ist er jetzt auch nicht so super teuer. Also es geht. Es hält sich da in Grenzen. Und mal sehen, 4-4. Ich denke mal, wir können den auf jeden Fall da schicken. Hier den Elektromagier rein. Und hier giften wir mal. Mal sehen, ob er da noch was schickt. Okay, da schickt er noch was. Aber wir kriegen schon mal so ein paar Hits auf seinen Turm. Das ist nicht schlecht. Na, da hätte ich vielleicht das Holz erst nehmen sollen. Aber das Holz ist auch eigentlich eher günstig jetzt mit 2. Muss ich jetzt den... Jawohl, habe ich noch verteidigt. Boah, Glück gehabt. Mann. Das ist hier ja immer Spannung pur. Und mal sehen, wie ich jetzt mit dem Deck hier kontern kann. Schön wäre natürlich 4 den Hockrider und auf der anderen Seite dann mit dem Packer irgendwie etwas gerissen. Aber wir schicken jetzt mal auch auf der Seite unseren Packer rein.
Und ich denke mal, wir nehmen dann hier den Elektromagier. Den brauchen wir hier jetzt in jedem Fall an der Stelle. Hier knallen wir die mal weg. Und der Päcker unten verteidigt nämlich wirklich gut. Er kriegt zwar jetzt mit den kleinen Skellys so ein bisschen was gerissen, aber das ist jetzt auch nicht wirklich so. Und ich gehe jetzt aber hier schon mal mit meinem Hock weiter rein, nehme mal mein Kampfholz hier mit dazwischen. Das Kampfholz schafft auch ein bisschen was, der Hock geht fast durch. Okay, jetzt muss ich ein bisschen was aus der Luft dahinterher setzen, aber der Pepper haut nur einmal drauf. Jawohl, das ist mein Turm. Und jetzt heißt es wieder für mich verteidigen. Ich weiß, das hört sich mal ganz billig an, dass ich hier die ganze Zeit nur verteidige. Ist natürlich doof. Aber ich kann mich manchmal auch nicht anders wehren und bin froh, wenn ich dann den Turm halte. Das sieht jetzt allerdings ganz gut aus hier. Und er hat dann nicht wirklich super viel gegenzusetzen, was ich ihm hier jetzt gerade präsentiere. Und das sieht ganz gut aus. Hier die Lakaien rein. Was machen wir hier? Nehmen wir mal das Kampfholz. Er versucht es jetzt nochmal mit einem Blitz. Und ich kriege jetzt zwar nochmal das böse Zeichen hier, aber der Hock darf nicht durchgehen. Nein, der Hock geht durch. Scheiße, er kriegt doch noch meinen Turm. Okay, das ist doof. Dann nehmen wir in jedem Fall die hier mit dabei. Die müssten jetzt eigentlich in den Gift reinlaufen. Machen sie auch. Dann schießen wir. Oh, das ist gut, dass er da jetzt mit solchen Einheiten kommt. So, jetzt kommen wir gleich in die Kronenzeit, beziehungsweise schon in die Nachspielzeit. Er ist jetzt aber ziemlich arg an meinem Turm hier unten dran und könnte den auch tatsächlich packen. Mal gucken. Der Ritter geht jetzt hoffentlich auf meinen Hockreiter. Ja, macht er auch. Das ist nicht schlecht. Ich konter hier auf jeden Fall nochmal mit dem Päcker jetzt. Der muss jetzt einfach die Kanone machen. Und dann hauen wir hier mal das Kampfholz rein und auch noch den Gift hier in der Mitte. Nein, er hat meinen Turm geschafft. Scheiße. 289. Da hätte ich vielleicht einfach nur mal blitzen und giften sollen. Das war schon wieder Kacke von mir. Wieder 28 verloren, eben 30 gewonnen. Das heißt, wir haben nur 2 Stück dazu gekriegt. Ärgert mich. Ärgert mich ohne Ende, muss ich sagen. Und dass ich manchmal so kleine Flüchtigkeitsfehler hier mache an der Stelle. Boah, das ist ja krass, was er hier schon bringt. Aber es ist nicht ganz so tragisch. Das können wir in jedem Fall kontern und er kriegt da den Wut auf jeden Fall nicht durch. Das hätte mich jetzt auch so ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Ach, was ist das denn niedliches? Okay. Minenwerfer habe ich schon länger nicht gesehen, muss ich sagen. Da können wir natürlich ganz gut kontern und sind wir jetzt schon mit dem Hock am Turm. Was hat er da? Da hat er diese komischen Skelette mit dem mit den Schilden, aber die machen wir mal eben weg. Dann sind wir hier nämlich schon durch. Er ist noch nicht über die Mitte gekommen hier. Das soll er auch nicht, denn wir fangen ihn jetzt hier erstmal ab. Die beiden, okay, der macht zwar wieder seinen Wut, aber da ist jetzt keine andere Truppe in der Nähe, die diesen Wut abfangen kann. Wir kontern sofort mit dem Hock hinterher. Der Hock, oh ja, der kleine Minenwerfer, okay. Oder der Mortar ist es ja doch. Es ist so ein, na, wie heißt es? Ich komme jetzt gar nicht auf den Begriff, wie das Ding aus Clash Royale heißt. So, jetzt sind wir, okay, da kommen wir gut durch. Hier noch gesetzt, ich denke mal so 1-2 Schuss, dann ist es der Turm gewesen. Nein, da kommen diese Holzteile da raus oder diese kleinen Skelly-Teile. Mal sehen, die blitzen wir mal weg. Die kriegen ja nicht wirklich viel durch und es sind jetzt noch 4,97 auf meiner Seite. Wir lassen jetzt die 20 Sekunden hier nicht verbraten. Er wird bestimmt wieder mit seinem Holzfäller kommen. Aber da ziehe ich doch jetzt auch mal einen Päcker nach, ne? Und mal sehen, welche Karte wir da jetzt als nächstes ziehen. Päcker 3 gegen Päcker 4. Komm, der muss raus, raus, raus. Zack, zack, zack. Jawohl. Das ist gut so. Dann die Lakaien hinterhergezogen, noch um was ein bisschen aus der Luft zu haben. Und den Hock auch an der Stelle hier gesetzt. Mal sehen, was er da jetzt kontert. Knall ich mal eben rein, dass der weiter auf den Turm geht. Jo, super. Das sieht gut aus. Und dann können wir hier mal ganz easy peasy mit dem Päcker weitermachen und dem Kampfholz. Das sieht noch wieder gut aus. Die hinterhergezogen und ich denke mal, das ist jetzt dann doch der Turm in der Mitte, muss mir einfach gehören.
Er hat zwar noch ordentlich was dagegen zu setzen, aber ich werde hier jetzt ganz dominant kontern und mal sehen, was er uns da entgegenbringt. Wir hauen hier mal das Kampfholz rein, das Oisha. Und das war doof. Der Kampfholz jetzt auf den Packer war blöd, weil der hat den jetzt in die richtige Bahn hier gelingt und der Kampf ist vorbei. Jawohl, ein Turm gekriegt. Das haben wir über die Zeit gerettet und wieder 29. Also insgesamt haben wir in der Folge eigentlich nur 3 plus gemacht oder 4. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, hier so ein paar Kämpfe, schöne legendäre Truhe. Ich werde mal sehen, dass ich die Prinzess hier irgendwo in meine Decks einbaue. Das finde ich richtig gut, dass ich die habe, obwohl die auch sehr schnell zu durchschauen. Das hat halt wenig Healpoints. Aber mal gucken, was hier geht. Und dann spenden wir hier noch einmal. Und dann war es auch das mit der Folge. Wenn es euch also gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Am Ende des Videos könnt ihr mich abonnieren. Bis dahin, euer Toto. Best.